Ich habe hier ein bisschen ein Seich gemacht. Du siehst es. Die Bevölkerung ist auf 2 gesunken und ich habe minus 2. Wobei ich jetzt ein paar Sachen geändert und ich hoffe, dass wenn ich jetzt hier auf die nächste Runde klicke, dass sich das da auch ändert. Amerika expandiert und hat neues in Boston. Autsch, was ist das da? Naturkatastrophe. Extreme Dürre. Sonne brennt gnadenlos und das ist zwischen Amerika und mir, so wie ich das jetzt gerade erkenne. Und wir haben ein frühes Reich. Sehr schön, sehr schön. Das wollte ich nicht, das brauche ich momentan auch nicht. Den Siedler brauche ich gerade auch nicht. Ich glaube, das lassen wir, aber ich muss schnell ein bisschen disziplinierter an die Geschichte hineingehen. Ich glaube, das lassen wir. Oder? Wie sieht es da aus mit der grossen... Nein, warte. Ich will da schnell schauen. Grosser Prophet. Wir haben noch nichts. Wieso haben wir noch nichts? Wir sammeln doch immer einen Punkt. Eins Glauben. Ah. Und eins Gold. Gut, das ist nicht gerade sehr viel, wenn wir ehrlich sind. Dann könnten wir lieber Produktion... pushen in allen Städten rasch. Komm, wir machen in dem Fall das schnell. Und auf Disziplin. Ja, wir dürfen das schnell so bestätigen. Das ist okay. Ja, schau, da hat es eine Dürre gegeben. Egal, wir schiessen die da ab. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist alles okay. Was wollen wir als nächstes hier noch bewirtschaften? Wir schauen zuerst hier noch schnell. Schauen. Ja, ich brauche natürlich die Handwerkskunst oder die Mystik. Drama und Dichtung. So weit bin ich noch nicht. Was hätten wir da? Pff, gut, das ist eigentlich egal. So Raker bin ich momentan auch nicht. Aber doch in meinen Gesandten über. Ja, der bringt mir momentan auch nichts. Komm, wir tun mal handwerklich uns weiterbilden. Dann hast du... Das haben wir doch schon mal gesehen, dass du das abgeschlossen hast. Ja, ja, barbare Einsicht, denn da ist die Dürre. Wer kann sich weiterbilden? Du, aber du hast jetzt da vorhin gerade geschossen. Ja, nur in dem Fall. Das werde ich eigentlich gerade nicht machen. Ich werde dann eins von diesen zwei Feldern hier. Musst mal rüberkommen. Kommst in die Stadt, das ist okay. So, ah, schau, du bist nicht tot. Wohl, jetzt dann gerade, schau. Zack, eins auf den Grind kannst du haben und tschüss, weg bist. Nice. Was haben wir noch? Der Siedler und der Speerkämpfer, der tut sich zusammen. Weil wir bauen die Stadt, ich würde sagen, etwa da. Komm aber mal einfach bis da hin, das ist okay. Und dann schauen wir das noch etwas genauer an. Das haben wir eben gesagt, können wir nicht. Jetzt du müsstest rein theoretisch mal ein bisschen ausheilen. Das würde dir gut tun. Und da wird ja nicht angegriffen, du haust ab. Komm ich eins führen und kann schiessen? Jawohl, komm ich, mache ich dann natürlich auch. Mit dem Schleuderschützen, wenn ich jetzt Beförderung mache, geht das eben nicht. Kann ich denn das aber auch wirklich? Ist das eine Ebene da? Grasland. Und was ist das? Grasland. Kommt eigentlich nicht drauf an. Ich gehe hier hin, komm. Und dann kannst du jetzt den wegschiessen, dass ich den Boost auf den Pfeilbogen habe. Sehr gut, sehr gut. Jawohl, Bogenschießen. Jetzt, was habe ich da gehabt? Vieh. Ich habe überall nur Vieh. Das ist ja richtig befiehend hier. Welches nehmen wir? Wir nehmen natürlich das hier zuerst, weil wenn der Vulkan dort etwas macht, wo mir nicht gefällt, habe ich ein Problem. So, das wird meine Megastadt. Ich sehe es schon kommen. Du könntest bis da hin, mach das. Ich glaube zwar nicht, dass es da irgendwo noch einen Stadtstaat hat, aber man weiß ja nie. Du habe ich gesehen, hier 1, 2, 3, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5 Felder dazwischen, das ist nice, das ist okay. Hier oben hätte ich was noch? Reis. Aber ja, da habe ich eben keine anderen Ressourcen. Das ist ein Seich. Und da habe ich wenigstens Stein, Rösser. Oh, das ist ein schönes Feld hier. Wow. Da wäre eine Stadt auch noch geil. Aber das da kann man ja niemand wegnehmen. Außer ich weiß nicht, was da noch ist. He? Das kann man da eigentlich auch niemand wegnehmen. Wenn ich hier einen
eine Stadt bauen, hat ich zweimal Stein, 1, 2, 3, da hat ich Zucker. Das ist alles Schwemmland. Ja, wir gehen mal schnell in die nächste Runde. Ich bin noch nicht so sicher. Mir gefällt, ja, Geschicklichkeit ist ohne gut, wenn wir die Fantasie Politik ist ändern. Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge, Nein, wie komm, ist geflochtene momentan gut. Weil ich kämpfe ja gegen Barbaren. Jetzt, das wollte ich nicht. Wir gehen, glaube ich, wirklich Richtung Stadtdienertum. Ein Gouverneurtitel, das wäre eigentlich jetzt noch cool. Wo ist denn das? Da wäre das. Da können wir gleich in die politische Philosophie, und das wäre eh mein Ziel, machen wir. Da können wir jetzt etwas wählen. Zum Bauen? Wow! Mal schnell schauen, was sind wir? Ah, wir sind ja eigentlich wieder gut drin mit plus 7 da. Wow, okay. Zeig noch eine schnell. Das, das. Wieso nimmst du das und nicht das? Das wäre mir momentan wichtiger, würdest das nehmen. Wobei, Stutz brauche ich auch. Also, das behalten wir, aber gib mir das. Ich will wieder wachsen, vor allem. Ah, Produktion habe ich noch wählen wollen. Ein Handwerker bräuchte ich sicher natürlich. Es wäre auch gut. Kornspeicher wäre auch okay, aber ist gerade nicht nötig. Kommt, darum machen wir einen Handwerker. Nice. Wer braucht jetzt noch Befehl? Du gehst in die Stadt, dich befördern. Befördern, habe ich gesagt. Bis wir mal sind, Verteidigungskampf. Wir machen Garnison, weil du bist ja da eh gerade in der Stadt drin. That's good. Ja, du gehst auf Wettibeck. Fach an. Und dann haben wir einen Heureka ausgelöst, wieder schön, wir fahren fort. Das hier, wäre das wirklich ein gutes Feld? Ich wäre direkt am Meer. Ja, es ist eben ein bisschen weiter weg, 1, 2, 3, 4, 5, ich müsste es hier bauen. Wobei, es käme sich geradeaus, hier. Und dann hätte ich da wieder viel Nahrung, Produktion hätte ich nichts. Ja gut, das bisschen, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber jetzt bin ich schon fast da. Und eigentlich wäre mir die Stadt da momentan viel lieber. Warte, du gehst da schnell schauen, was es da noch hat. Auch Stein. Und vielleicht sehe ich ja das. Auch Stein. Und ein Schleuderschütz. Merde. Also, da würde es mir eben eigentlich schon gefallen, wenn ich ehrlich bin. Hat die Eisen in der Nähe. Also ich habe viel oder genügend Nahrung da mit dem Schwemmland. Dann ich hier 1, 2, 3. Nein, ich komme nicht an die Steine. Ah, doch. 1, 2, 3. Natürlich ich komme ich an die Steine. 1, 2, 3. Ich komme sogar bis da in den Dschungel. Das hast du. Ich muss nochmal eine Stadt haben. Ich muss nochmal einen Siedler bauen. Aber zuerst müssen wir das ein bisschen aufpeppen da. Also, du kommst, wir gehen. Wir bauen die Stadt hier. Das machen wir. Nächste Runde. Und schauen. Kleopatra. Oh, warte schnell. Was ist eigentlich da? Ich habe doch da einen. Ah, da hast du Posten gebaut. Sehr schön. Du greifst mich an. Ja. Schau jetzt, Überflutung? Nein, ein Jahr. Tausendflut, aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen bei mir. Also alles easy peasy. Aber das hier scheint ein bisschen ein Katastrophenland zu sein. Zuerst hier mit der Dürre, jetzt hier mit der Überflutung. Wow, ja, das ist okay. Wundervoll endet Stonehenge. Und jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Nein, Mist. Also komm mal hier runter, wir müssen in dem Fall hier unten durch jetzt. Ah, hoffentlich reicht das noch. Du dich noch schnell verschanzen, bis du geheilt bist. Dich tun wir auch hier mal verschanzen. Da warte ich noch schnell, wir machen zuerst den. Und dann kannst ja du einfach schnell eins retour, oder? Und heilen. Ja. Dann schauen wir, vielleicht gehen wir hier noch schnell hinten durch. Aber du dich auch schnell verschanzen. Wie sieht es bei dir aus? Du müsstest eigentlich hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Ja, geh mal noch eins weiter. Und dann können wir in die nächste Runde. Der Handwerker dort kommt bald. Irgendjemand hat es klingelingeling gemacht. Da! Der Peter sagt: Hoi! Ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wo bist du daheim?
Wow, St. Petersburg, so wie oben. Neu. Sehr schön. Die Antike endet bald und wir sind bald in einem goldenen Zeitalter. Wow, hängende Gärten sind auch schon abgeschlossen. Krass. Okay. Wir wählen eine neue Forschung. Jetzt sollte ich aber endlich mal die Bewässerung haben. Ich habe keine Ressourcen abgebaut bis jetzt. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Komm, wir nehmen dann von zuerst das Bogenschiessen. Und dann schauen wir weiter. Jetzt kannst du hier schnell Pause machen. Weil du baust mir hier zuerst eine Stadt. Was? Halifax? Sicher nicht! das tun wir natürlich auch ändern. Und zwar machen wir hier gerade Neu-Helidorf draus. Hof wollte ich eigentlich schreiben. Mist. Neu-Heli-Hallihof. Hallihof. Warte, der R fehlt noch. Neu-Hallihof. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Das hätten wir. Da wählen wir auch gerade eine Wassermühle, würde ich gerne machen. Dass die Produktion gerade voll abgeht. Aber wir machen zuerst ein Monument. Das ist okay. Wir können einen Gouverneur ernennen. Was ist. Irgendjemand hat etwas wegen. Bodenbrecher. Plus 50 Ertrag von Feldernten und Geländeartentfernungen in der Stadt. Der Bischof will ich nicht, der Boten will ich nicht, die Schanzen will ich nicht. Was ist das? Ausgebildete Handwerker hätten plus 1. Dann hier haben wir Steigerung von Kultur. Grundstückerwerb. Die Stadt erwirbt schneller neue Geländefelder. Plus 3 Gold pro Runde für jeden fremden Handelsweg. Das ist noch nichts. Also ich glaube, ich nehme den Bodenbrecher. Plus 20% in der Stadt von der Handelsweg. Stadt ausgebildet verbraucht keine Bevölkerung. Das ist sehr gut. Erhöht Energie. Ja, wir nehmen dich. Komm, das ist okay. Und wir bringen dich auf Wettyback. Da wollte ich dich haben, weil das ist okay. Da brauche ich nämlich auch ein bisschen mehr Loyalität. Oder? Wie viel Loyalität haben wir denn da? 100? Das ist ja easy peasy. Also bräuchte ich es eigentlich gar nicht. Aber wir haben es jetzt gleich. Wer braucht einen Befehl? Du! Wenn wir jetzt das Barbarenlager hier killen, ja, komm da mal rüber. Aha! Hallo, 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 hallo. Du gehst mir dann von hier schnell weg und verschanzt dich da wieder. Da hinten geht es so, wie es aussieht, nicht mehr weiter. Da kann ich leider gerade nicht angreifen, also bleibst du da. Mit dir komme ich hier mal rauf, dass ich hier nachher gerade weiterziehen kann. Der Handwerker kommt. Ich muss eine Ressource abbauen. Das wäre das. Aber ich habe die Bewässerung immer noch nicht. Merde. Das wäre. Aber den Kupfer habe ich doch. Ich habe doch eine Ressource schon abgebaut. Ich check gerade nicht, warum ich hier keinen Boost bekomme. Baut eine Ressource ab? Muss ich die ganz abbauen oder was? 1, 2, 3, das müsste ich mir auch gleich erweitern dort. Ja, sehr schön, du machst das gut. Den Handwerker brauche ich aber eigentlich momentan vor allem hier oben. Ja, ja, da hat es ein paar Barbaren rum. Ich sehe es. Aber easy peasy. Mache ich fertig. Schon wieder? Wow. Aber die ist nur gemässigt, die Flut. Also, easy. Du kommst jetzt auch gerade über, weil ich muss wissen, was da hinten geht. Dann kannst du dich hier verschanzen. Jawohl, du hast das gemacht. Dann machst du mir eine Wassermühle. Was haben wir da? Ein Angriff geplant, genau. Und zwar einen richtig heftigen. 2 zu 1. Sehr gut. Minus 84. Cool. Wer braucht denn noch einen Befehl? Ah, jetzt hier der Handwerker. Da hätten wir Schöfli. Das machen wir, glaube ich. Warte. Ich habe zwar mit dir hier aufwählen. Ich kann hier zwar auch nie einen Ressourcen abbauen. Da hätte ich eine Ressource, die ich könnte abbauen. Aber bis ich da hinten bin, das dauert 7 Runden. Was haben wir dort? 3 Runden, dann bis du dahinter bist. Ja, es geht einfach lang. Das ist mein Problem. Aber ich glaube, ich mache das, weil ich will den Pelz haben. Oder gehe ich jetzt wirklich nicht gescheiter hier auf, wobei ich baue dann hier eh noch einmal einen Handwerker.
Ja, das ist alles okay so. Also ich baue dann da noch einen Handwerker. Also komm du tatsächlich mal da hin. Das ist okay. Und dann geht's ab in die nächste Runde. Der Ami-Speier ist dort, das ist okay. Oh, da hat es Räucherwerk. Da müssen wir noch in die Stadt bauen. Oh ja, Handelsdelegation, schon wieder vergessen. Ja, natürlich schicke ich dir dann auch noch eine Handelsdelegation. Ja, mit dem einen Stein beeindruckst du mich jetzt also kein bisschen, liebe Barbar. Weißt du, was sage ich da dazu? Heureka! Schau mal, wow, schön aufgespießt und umgenietet. Sehr schön, danke. Wir haben sogar eine Beförderung verdient. Was ist das da? Willkommener Regen. Ja, da bei den Barbaren regnet es. Sehr gut, sehr gut. Da, ja, das ist alles okay. Wo bist du? Da kommst du gerade rüber. Und dann könnten wir schon in die nächste Runde. Wow. Bei dir habe ich gesagt, du sollst dich verschanzen, gell? Aber weißt du, ich gehe hier lieber noch schnell auf den Berg hoch. Ist vielleicht ein bisschen sicherer. Ja, Mount Pedigree wächst. Wettigbeck wächst. Sehr schön. Neu-Hallihof. Ja, haben wir so etwas Ähnliches wie wachsen. Ja, genau. Machen den Peter dort fertig. Sehr gut. Finde ich super. Aber der wehrt sich, der Peter. Oh, gut. Ich Okay. schoss einen Pfeil in die Luft. Eine starke Wirtschaft beginnt mit starken, gut ausgebildeten Arbeitskräften. So, jetzt ändern wir schnell die Politik, weil ich wett gern nicht der Gottkönig, Handwerker da, wir wollen schnell das Land vermessen. Ich werde nämlich jetzt schnell ein bisschen auf Einkaufstour gehen. Was erforschen wir jetzt? Die Bewässerung. Ja, wir müssen die haben. Wir müssen die endlich haben, weil da gibt es ja nachher auch einen Handwerker. Vielleicht müssten wir aber gleich noch schnell schauen, ist das wirklich eine gute Geschichte? Oder wenn wir jetzt nicht richtig handeln gehen, weil die Währung haben wäre eigentlich cool. Eisenverarbeitung, das brauche ich gerade noch nicht. Ich warte glaube noch mit der Bewässerung, ehrlich gesagt. Stone Age ist eh schon gemacht. Segel brauche ich nicht. Ich gehe Richtung Währung. Kommt das okay? Neuer Gouverneurtitel. Könnten wir gerade noch einen zweiten brauchen? Da? Ja. Da will ich Handwerker machen. Als nächstes. Oder? Also könnte ich doch jetzt den, wo wir plus. Wo ist jetzt das gewesen? Der, wo Handwerker gibt. Ist das der? Eine Bauladung. Wir tun dich schnell ernennen und in Mo Badgery einsetzen. Es geht zwar noch 5 Runden, aber es ist völlig okay. Du kommst da rüber. Und dann haben wir dich da. Wir könnten. Ja, schnell uns befördern lassen. Gegen Kavallerie? Nein, gegen Nahkampf. Sehr gut, das machen wir. Denn du gehst hier noch weiter. Da ist fertig. Aha, so. Okay, gehen wir halt ja auch weiter. wir machen keine diplomatische Gunst. Wir machen ein bisschen Glauben. Wir machen schön Kultur, that's nice. Ah, schau, er greift mich an. Aber du hast keine Chance, das sagt er jetzt schon. Okay, habe nichts gesagt. Da hat es ja tatsächlich ein paar Leute, wo mir das Leben schwer machen wollen. Greif an, komm. Vielleicht magst du ihn ja. Nein, du magst ihn nicht. Aber in der nächsten Runde dann. Wobei, bis dann bist du abgehauen. Ha, sehr schön. Gut, da sind wir endlich dabei. Alles zum Schiffen. Du Handwerker, kommst gerade bitte bis da hin. Den Händler haben wir da ja jetzt eingerichtet. Du könntest den angreifen, mach doch das. Also lieber Speerkämpfer, von unten kommt Hilfe. Du musst einfach ein Zeitchen Geduld haben, der muss sich noch hochkämpfen. Nächste Runde. So, du greifst sicher nicht an, du wirst angreifen, jawohl. Ja, aber schau, die 2 Steinchen, die sind mir nicht mal auf den Kopf gefallen. Ah, schau, er kommt tatsächlich noch mit dem Einten. Hallo, du bist mutig. Sogar sehr mutig.
Ich wäre dafür, dass du jetzt Indien oben angreifst, weil ich komme da nicht durch. Merde. Was haben wir gemacht? Ein Handwerker, tatsächlich. Nein, wir haben das Monument abgeschlossen. Gut. Dann machen wir als nächstes die Wassermühle. Die finde ich einfach geil, die muss ich auch mal haben. So, dann schauen wir mal, was es hier noch alles hat. Ein Siedler hat es hier zum Beispiel, aber der kratzt mich gerade nicht. Du kommst bis da oben. Überlebe ich das, ist die Frage. Ja, natürlich überlebe ich das. Und für 45 Stutz gang ich das sogar ein. Ja. Yeah. Ich bin in einem goldenen Zeitalter. Nice. Sehr schön. Ich weiss nicht, haben sie das irgendwie einfacher gemacht? Mach den fertig. Du sollst den fertig machen dort. Komm, ja. Gib ihm eins auf den Grind. Sehr schön. So ist er gerade über den Fluss gegangen. Der ist auch über den Jordan gegangen, wie man so schön sagt. So, gehen wir in die nächste Runde gerade? Nein, wir warten auf die nächste Folge dann. Es würde mich freuen, wenn du irgendeinen Kommentar hinterlässt, vielleicht auch eine Idee oder was ich könnte machen, wie ich es machen soll. Du darfst mich gerne kritisieren in meinem Spiel. Und sonst würde ich einfach sagen, hey, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder in diesem Sinn. Cheers!